Tag 9. So. Hast du mich jetzt mal ein bisschen beruhigt? Ich habe so negative Energie, als ob der Kalender dir überhaupt keinen... Ich habe mir eure YouTube-Kommentare durchgelesen und ihr habt recht. Ich nehme das Ganze hier nicht ernst und ich verspreche Besserung. Gut. Ja, ich bin jetzt wieder, weil ich bin ja ein Fan. Ich muss mal eine Sache sagen. Ich habe gefühlt was heute vor ein paar Tagen mir so Podcasts angehört, wo die drei Fragezeichen selbst persönlich die Sprecher interviewt wurden. Mhm. Zum Anlass 40-jähriges Jubiläum, Folge 200. Und ich muss sagen, die haben mir richtig Spaß gemacht zuzuhören, weil ich normalerweise, wenn ich so Interviews immer so gelesen habe und so, war ich immer ein bisschen skeptisch. Aber da habe ich dann doch gemerkt, wie verbunden und respektvoll sie doch gegenüber diesem Produkt sind. Auch wenn sie es natürlich mehr aus professioneller Sicht sehen. Aber man hat schon gemerkt, sie haben eine gewisse Dankbarkeit, eine gewisse Ehrfurcht. Sie lassen nicht so den Larry raushängen. Und das hat mir mal wieder Spaß gemacht. Muss ich mal an dieser Stelle jetzt auch mal sagen. Ich bin ja nicht gut. Und das ist dein eigenes Produkt, die Zentrale, das Videoformat, Adventskalender, ist nicht so. Moment mal. Also jetzt habe ich mal eine Frage. Ja. Wenn ich hier sitze und so ein bisschen rausklingen lasse, dass mir der Adventskalender nicht so gefällt, ja, dann ist es plötzlich wieder mein Produkt. Aber wenn ich mal im Verzug bin, eine neue zentrale Folge zu schneiden, den Podcast, dann ist es plötzlich wieder unser Produkt, oder was? Ja? Da geht es darum, dass du gesagt hast, wir schaffen Folgen in einem zweiwöchentlichen Rhythmus. Ach, darauf hackst du jetzt die ganze Zeit? Natürlich. Nee, also pass mal auf, wir haben ja schon wirklich sehr viele tolle Feedback-Einsendungen bekommen von unseren das Fans. Das stimmt wirklich. Ja? Also ich muss wirklich teilweise sagen, wirklich gebettelt, bitte macht wieder neue Folgen, sonst muss ich spezial gelagert hören und ich hasse die so sehr. Nein, es war auch wieder ein Witz, Entschuldigung. Es war ein Witz, war eine überspitze Kommentierung meiner. Aber 95% unserer Zuschriften, da steht das drin. Ja, eben, danke. Dafür können wir ja nichts. Dass die Leute wirklich nach neuen Folgen lechzen. Ja. Ja? Und ich möchte gerne dem nachkommen. Ja. So, und was ist jetzt dein Punkt? Mein Punkt ist, dass du sagst, du schaffst es nicht, hast fast ein Burnout. Ist dir aufgefallen, dass bis vor unserer Sommerpause habe ich es immer geschafft? Ja. Dann kam deine Facharbeit. Und seitdem ist so ein bisschen der Reifen nicht mehr ganz prall. Ja? Wie kann und das Auto eiert so ein bisschen. Du schneidest doch den Podcast. Ja, aber ich habe von Anfang an gesagt, du weißt, ich arbeite im Handel. Und jedes Jahr ist November und Dezember bei mir super stressig. Aber ja? Du verstehst es nicht. Ja? Deswegen schafft man das nicht alle zwei Wochen. Ich habe auch gesagt, im November wird nur eine Folge Zentrale veröffentlicht. Und du hast trotzdem mir geschrieben, ja, wann kommt die denn endlich? Ja? Weil du in zweiwöchentlichen Rhythmus. Aber gut, ich bin damit einverstanden. Ich habe du gesagt, schneidest den. Ja, du versprichst es ja jetzt den Hörern. Nein, hör doch mal zu. Ja. Du musst dich boxen, damit du gut hältst. Ich würde den Rhythmus gerne beibehalten. Ich kann es aber nicht versprechen. Ab nächstes Jahr wieder, nicht mehr dieses Jahr. Du willst einen 17-Stunden-Podcast machen. Ich habe gesagt, so lange wie es geht. Und jetzt sagt 10 Stunden. Nein, muss 17 Stunden gehen. Warum? Warum? Was willst du denn 17 Stunden erzählen? Das ist einfach mal was Besonderes. Wann machen wir denn eigentlich? Mal gucken. Ja, da haben wir so viel Zeit. Ich nehme mir dann eine Nacht frei, auch wenn ich nächsten Tag arbeiten muss. Aber es ist mir wichtig. Es liegt mir am Herzen. Jetzt schon rum? Es liegt mir am Herzen und es ist was Besonderes. Und ich glaube, sowas gibt es auf der Welt fast gar nicht, dass jemand einen 17-Stunden-Podcast... Gibt es bestimmt. Ja, drei Fragezeichen-Podcast, der 17 Stunden geht. Aber ganz kurz, ich muss dich mal was fragen. Ein 17-Stunden-Podcast am Stück. Ja. Fände ich als Konsument ganz schön krass. Du redest ich kann ihn natürlich... Ich bin doch auch ein Podcast-Konsument. Ja. Ich kann doch beide Rollen einnehmen. Ja. Einmal bin ich ja super-duper Podcast-Produzent hier, der alle 14 Tage eine neue Zentrale-Folge aus dem Arm schüttelt. Ja. Und gleichzeitig bin ich aber auch ein Vielhörer. Ja. Und du bist selber Podcast-Hörer von vielen Formaten. Und du selber sagst, du kündigst Abos, weil dir das zu langweilig ist. Nee, dann willst das hast du überhaupt ganz falsch. Ich habe gesagt, ich kündige Abos, wenn zu viele Podcasts veröffentlicht werden. Ja, genau darum geht es, dass es dir zu viel ist, wenn die du hörst, so viel raushauen. Genau, und wenn jetzt aber einer sagt, er macht in einem Monat einen Podcast, der 17 Stunden geht als Special, würde ich sagen, boah, geiler Scheiß. Ja, aber es kommt auf den Inhalt an. So, okay, nimm mal einen deiner Lieblingspodcasts, Stay Forever, okay. So, die machen jetzt einen 17-Stunden-Podcast. Ja. Und 16,5 Stunden machen die. Fändest du es gut? Okay, wenn du 16 Stunden das machen willst. Also ich hätte Inhalt. Ich habe gesagt, die machen das.
Ich will wissen, ob du das gut fändest. Nee, aber ich weiß ja nicht, ob du das machen willst. Deswegen verstehe ich. Nein, ich will ja keinen 17-Stunden-Podcast machen. Wir nehmen, ich muss jetzt mal sagen, unsere Folgen gehen im Durchschnitt 2,5 bis 3 Stunden. Ja. So, die Folge, die wir besprechen wollen, hat 4-fache Länge. Macht bei mir im Kopf mindestens 10 Stunden. Da könnte man jetzt sprechen, mal richtig so Hintergrundinfos über die Sprecher geben. Man könnte... Habe ich halt schon gemacht. So, nee. Ich meine, ich gebe jede Folge dosiert, gebe ich Hintergrundinfos. Dosiert, aber diesmal mal richtig eine halbe Stunde lang über Fröhlich, eine halbe Stunde lang. Du kannst dich auch gerne mit einbringen und mal ein bisschen vorbereiten. Das Einzige, was ich von dir mal höre, ist, pass auf, ich, Benjamin, in 2 Wochen besprechen wir die und die Folge. Ja klar, war nicht, kein Problem. Eine halbe Stunde, bevor wir aufnehmen. Ja, ich komme ein bisschen später. Ich sitze noch im Park. Ich muss die Folge noch zu Ende hören. Und damit herzlich willkommen. Jetzt kommt Türchen Nummer 9. Die Todesfolge, wie war die vorbereitet? Naja, da. Ja. Ja, jetzt kommst du nämlich ein bisschen in Zugzwang. Adäquat. Ja, adäquat. Ja, aber auch nur von dir. Hallo Olli, Olli ist auch da. Ja. Gut, warum bin ich immer der Böse? Weil du uns ja alles schlecht machst. Überhaupt nicht. Ich habe gesagt, ich würde einen 17-Stunden-Podcast für zu übertrieben halten, wenn sich das zu sehr wie das hier gerade in die Länge zieht. Ja, also treffen wir uns in der Mitte bei 16,5. So, siehst du, es geht immer nur nach dir. Wieso? Wenn nach mir würde es 17 Stunden gehen. Ja, okay, dann gehe ich 3 Stunden mal raus bei der Aufnahme. Ja, kann dann ihr doch ich das aber ist ja das Problem ist, wenn ich rausgehe, dann lässt das du 3 Stunden bei mich. Das ist auch unlustig. Erstens ist es extrem lustig. Aus deiner Sicht. Natürlich. Jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Was denn jetzt schon wieder? Bist nicht allein auf der Welt. Nee. Du hast eine ganz besondere Art vom Humor. Den mögen auch viele. Weißt du? Aber es gibt auch einen großen prozentuellen Anteil, der den nicht versteht. Du sagst, die Hörer sind dumm. Warum bist du nicht Politiker geworden? Also, nee, aber jetzt war... Jetzt bin ich gerade wirklich beeindruckt. Aber ich verstehe es nicht. Auch wenn der Podcast, also 17 Stunden gehen würde, davon nach Jahren würden die schreiben, ey, kannst du noch einen Podcast, die haben echt einen 17 Stunden... Ja, wir haben eine 17-Stunden-Folge zur Folge 200 gemacht. Ja. Special. Und ich habe nur 5 Minuten durchgehalten, habe ich abgeschaltet. Aber Lob an die Leistung. Feuersteinsnacht. Das Rauschen, was ihr gerade hört, ist übrigens ein Laptop im Hintergrund. Feuersteins Nacht. Da redest nur du rüber. Nee. Noch nie jemand davon. Feuersteins-Fans sagen alle Feuersteins Nacht. Olli, bist du Feuerstein-Fan? Nicht wirklich. Ich meine jetzt nicht Fred Feuerstein. Ach so. Nicht wirklich. Okay. Ja. So, lies vor, Türchen Nummer 9. Gut. Peter war fassungslos, so wie ich. So. Nein, das gibt es doch nicht. Die Alte aus dem Riesenrad hat uns doch tatsächlich Falschgeld angedreht. Just, was machen wir jetzt? Dieser zeigt auf einen Hotdog-Stand. Zum Ersten müssen wir was essen. Denn mit Hunger kann ich nicht nachdenken. Kurz darauf hatten sie jeder einen Hotdog in der Hand und Justus musterte den gefälschten Geldschein. Wir müssen damit zu Kommissar Reynolds. Das ist Sache der Polizei. Plötzlich stand ein Mann in einem weißen Anzug hinter ihm. Sag mal, habt ihr alle Schaumküsse weggegessen? Ich rede hier die ganze Zeit. Es tut mir leid, aber ich wollte noch einen haben. Ja. Jeder hatte 2. Aber es waren 8 drin. Plötzlich stand ein Mann in einem weißen Anzug hinter ihm. Polizei? Oh, bitte nicht. Das kann mein Vergnügungspark im Moment am wenigsten gebrauchen. Der Mann stellte sich ihnen vor. Es war Mr. Lamberts, der Besitzer der Pacific Wonderworld. Mehr noch, er vertraute sich den 3 Detektiven an. Ich kann euch auch sagen, warum ich im Moment keine weitere Aufregung gebrauchen kann. Seht euch bitte dieses Schreiben an. Ich habe es heute Morgen erhalten und kann nur hoffen, dass es sich dabei um einen Scherz handelt. Bob rückte seine Brille gerade und musterte das Schreiben. Nach einem Scherz sieht das leider nicht gerade aus, Mr. Lamberts, aber ich glaube, ich habe etwas entdeckt. Oh! Es sieht aus wie ein Erpresserbrief. Also, Bob scheint auf dem Erpresserbrief etwas entdeckt zu haben. Siehst du es auch? Was kann das sein? Wir zeigen mal kurz den Erpresserbrief. Ja. Da steht, $1000 oder in der Wonderworld geschehen schreckliche Dinge. Weitere Informationen folgen über das Handy. Keine Polizei. Ich wette, da ist schon ein kleiner... Polizei? Polizei steht da. Nicht Polizei? Nein. Da steht Polizei. Okay, da hast du ja den Fehler schon gefunden, ne?
Also, 100.000 Dollar oder in der Wonderworld, alles richtig geschrieben, geschehen schreckliche Dinge. Weitere Informationen von... Also, ist hier der Fehler mit Polizei? Welche Antwort ist richtig? Was gibt's denn da für Lösung? Fingerabdruck? Wasserzeichen? Geheimschrift? Oder Parfümgeruch? Genau, das wäre dann wieder eines der nächsten Türchen, was hier abgebildet ist, wenn wir einen von diesen Wörtern jetzt finden. So. Aber nur weil das I jetzt hier fehlt, wie soll uns das einen Hinweis geben? Hätte ja sein können, dass überall ein Buchstabe fehlt und ein Wort rauskommt zum Beispiel. Ja. Also, gibt es denn ein Wasserzeichen zu sehen? Na, hier oben steht der Wonderworld so in der Ecke. Ja. Aber ich glaube, das spielt keine Rolle. Hier ist ein Punkt. Ja. Könnte irgendwo ein Fingerabdruck sein? Oder eine Geheimschrift, glaube ich nicht. Parfümgeruch? Na, das sieht so ein bisschen aus, wie als wäre sowas rübergelaufen durch die Schraffierung, ne? Aber Parfümgeruch glaube ich nicht. Weil wir können es ja nicht riechen. Du wusstest, dass ich das sage, ne? Nee, aber... Ja. Weitere Informationen folgen über das Handy. Keine Polizei. Witzig, wenn das einfach nur ein Fehler ist von dem Macher. Der hat ein I vergessen. Was soll denn jetzt hier der Fehler sein? Oder alle roten Buchstaben. Sagen die irgendein Wort? Nee. Vielleicht alle weißen. Nee. 1A... Also erst war das Spiel zu leicht, jetzt ist es zu schwer. Ja, stimmt. Bestimmt die ersten Folgen nur gelästert. Nein, wir machen das jetzt mal wirklich, wir schummeln nicht. Oder ist das eine Geheimschrift? Ja, das Einzige, was wirklich auffällt, ist, dass das I fehlt. Und I heißt ja Englisch I. Also ich. Also ist die Lösung? Ich. Na, Parfüm ist es nicht. Geheimschrift, keine Ahnung. Ich sehe ja hier nichts. Ich kann es ja auch nicht ins Licht halten. Vielleicht müssen wir das mal. Licht halten. Oder doch? Nein, ist die Rückseite. Obwohl, halt mal nochmal. Ach, Quatsch. Naja, gut, gucken wir mal. Was steht denn da? Geist. Oh, warte, hier, streng. Das kann man lesen. Geheimschrift. Streng. Aber das kann man nicht lesen. Was steht denn? Was ist denn das hier für ein Wort? Geheimschrift, oder? Nee. Aber das ist doch die Rückseite, du Witzbold. Ja, aber vielleicht ist das doch irgendein... Das wäre ein bisschen simpel, oder? Ach, das wäre simpel, weil wir so schnell drauf gekommen sind. Das kann es nicht sein. Schummel doch einfach. Nicht... Weiß es doch auch nicht. Ich auch nicht. So, machen wir wieder den Trick mit den Feldern, die nicht existieren. Das ist so traurig. Das ist wirklich traurig. Und jetzt löse dich ein Rätsel. Nee, was soll denn? Was ist denn? Es ist kein, ich sehe keinen Fingerabdruck, ich sehe kein... Doch, da ist doch ein Wasserzeichen. Das ist doch ein Wasserzeichen, oder? Für mich sieht das einfach aus vom Logo. Ja, aber warte mal. Vielleicht ist es wirklich ein Wasserzeichen, das die Spur zu einem der Parkmitarbeiter führt, weil er einen Zettel genommen hat mit dem Wonderworld-Logo. Gut, das hat man ja nur nach 0,0 Sekunden gesehen. Gut. Deswegen dachte ich jetzt wirklich... Das ist zu leicht, oder? Ja. Genau, also haben wir zu verkopft gedacht. Siehst du, und Kinder, die hätten das sofort erkannt. Wir Erwachsenen, wir sind schon so... Ich hab's doch auch sofort erkannt. Also man sieht ja nun... Ich dachte... Einigen wir uns auf Wasserzeichen. Ja, das wäre dann hier diese so fette Spinne. Also wenn es wirklich... Die gibt's. Oh, ist ziemlich groß auch, oder? Oh, ich freue mich schon, was ist da drin. Wir gucken mal. Gibt's hier diesen komischen Hampelmann hier, der aussieht wie Spirou? Benjamin, du hattest doch recht mit dem Wasserzeichen. Ja, aber ich muss leider mal kurz den Kameramann. Das ist schon simpel, oder? Wenn das das Wasserzeichen ist. Naja, es ist aber das Wasserzeichen. Gut. So. Na gut. Also die fette Spinne ist das nächste Türchen. Was dann dieses hier wäre.
freue mich schon auf den Adventskalender 2020. Und wir haben hier für euch Fixer da draußen. Scheiß Kamera fokussiert schon wieder nicht. Na, das ist schön, Olli. Ja, ja. Hast du gut ausgewählt. Dafür habe ich im Monat keine Miete bezahlt. Ja, du? Das glaube ich dir sogar. Oh, Baby, kennst du noch Ed von Schleck? Nee. Doch. Hier, das sieht aus wie Ed von Schleck, wenn man das Eis so hochgedrückt hat. Wo hast du denn den Schrieb? Ach so, natürlich kenne ich Ed von Schleck. Ja. Gott, bist du müde. So, dreh doch mal um. Hier. Ist falsch. Okay. Oder? Das ist falsch. Warte mal. Spult mal nochmal zurück, liebe Hörer. Kameramann. Das ist doch wirklich simpel, oder? Das muss doch das Geheimzeichen sein, oder? Also, ganz ehrlich. Thomas ist ja sehr dumm. Aber das muss man doch wissen, oder? Muss aus Geheimzeichen sein. Wer hat das gesagt? So, aber wir können das Rätsel nicht lösen. So, wo könnte das sein? Oh Gott, Damien, wirklich. Dann ist es doch die falsche Spinne auf dem Bild. Aber sie war doch so fett. Nein, ja, aber du musst auch auf den Hintergrund gucken. Gut, wir tun so... Die Spinne krabbelt in die falsche Richtung, Thomas. Oh, das hast du nicht gesehen. Aber ich hab den... Du bist doch... Mein Zeuge, du musst es doch mal als letzte Instanz... gibt es hier eine Schnecke? Da ist eine Eule. Gibt es hier so einen Mann mit einem Schirm? Da hab ich dich gefragt, der sieht aus wie Spirou. Sehe ich auch nicht. Oh, dann gibt es bestimmt dieses Fenster. Ja. Gibt es auch nicht. Da ist noch eine Spinne, ist das die vielleicht? Nee. Sicher? Doch. Das ist gut. Wieder. Okay, zweiter Versuch. Oh Gott. Spul doch mal zurück, wie Benjamin recht hatte mit dem Wasserzeichen. Und bitte lass es das sein. Ist es ein Jojo, Benjamin? Bitte, bitte. Ist es ein Jojo? Kriegst du dich raus. Es ist ein Stempelrad. Bitte. Ja. Hey, wir haben es gelöst. Hurra! Wir sind die Größten. Shake. War doch ganz leicht, oder? Ja. Naja. Ich freue mich so auf Weihnachten, dass wir uns da sehen. So. Was kann man denn damit machen? Also hier ist schon mal so ein Beißring. Ja. Na, was kann man wohl damit machen? Es ist, hast du selber gesagt, ein Stempelrad. Geh doch mal das den Zuschauern zeigen. Mach sie doch mal nützlich. Also, dieses Band zwischen die zwei Rollen. Man macht dieses Band zwischen die zwei Rollen und dann kann man so streng geheim rollen. Ja. Das ist aber nützlich. Das könnte ich gebrauchen. Ja. So. Oh Gott. Jetzt schaffen wir es wieder nicht zusammen. Doch, doch, das ist schon zusammengebaut. Guck. Da. Kein Problem für mich. So. Und so schaut das dann aus, liebe Leute. Das rollt ihr dann morgen früh eurer Mama über den Arm. Schön vorher noch Tinte drauf. Und dann steht hier bei ihr auf dem Arm streng geheim. Ja, und ich würde sagen... Folge geschafft. Folge geschafft. Im doppelten Sinne, ja. Wir sind ja eigentlich schon... Lang... Das war ja nicht über 10. Nein, noch. Freue mich schon auf morgen. Wollen wir nicht lieber Schokolade essen? Nein, ich habe ja gesagt, ich nehme das hier ganz ernst. Ja. Also du bist doch ein Fan. Ich amüsiere mich königlich. Wirklich. Ja. Ich gebe es zu. Ich finde es auch schön, diese besinnliche Zeit mit dir zu verbringen. Ja, ich auch. Ja? Wirklich. Genau. Alles für den Podcast. Das müsste da stehen. Alles für den Podcast. Ja. Das müssen wir uns basteln. Ich habe folgenden Vorschlag. Ja. Für unsere Hörer. Ja. Wir haben ja die ganzen Sachen noch hier. Glaube ich. Wenn ihr in den YouTube-Kommentaren schreibt, dass ihr ein Ding davon haben wollt, dann schreibt hin, warum, und wir schicken euch das zu. Nein, holt es euch selber ab. Nein. Wenn ihr aus München kommt... Sei doch nicht. Also Porto ist dir wieder zu teuer. Ich habe heute vor 4 Tagen Sticker schon wieder verschickt. Also Porto ist dir zu teuer.
Dieser Podcast geht ganz schön ins Geld. Gut, ich verschicke die Sachen. Wenn ihr eins wollt, dann schreibt mir das und ich schicke euch das zu. Gut. Damit kann ich leben. Gut. Nee, wieso denn wir, Olli?